Wie ist es denn eigentlich dazu gekommen, dass du in das ferne Amerika gegangen bist? Ja, nach Amerika gehen oder spezieller gesagt in die USA gehen, das hat ja etwas, das hat etwas Besonderes. Das ist etwas, wo ich mir immer ein bisschen aufgespart habe. Ich bin nie so auf New York mal schauen, sondern es hat für mich einen speziellen Grund eigentlich gebraucht, dort zu gehen. Ja, das hast du ja in der Schule mit dem ganzen Kolumbus und die aktuelle politische Situation, was ist in den USA, was ist in der Außenpolitik, beschäftigt einen ja eigentlich täglich. Und hat mich auch beschäftigt in der ganzen politischen Auseinandersetzung. Und dann in das Land zu gehen, wo dann andere sagen, zu oben, du, da kommst gar nicht rein, Einwanderungsbehörde, und die haben ja einen Stress und dich lassen es bestimmt nicht rein. Das haben wir immer ein bisschen überlegt, wie gesagt, aufgespart. Und jetzt sind die Weltmeisterschaften gesehen von der Velocurie in Chicago. Und haben gesagt, ja, da gehe ich jetzt. Ja. Weil du ja auch selber Velokurier bist. Ja, sicher, klar. Ich bin Teil von dieser Szene, wo jeder auch etwas anders ist. Und das ist jetzt auch schön gewesen, in Chicago zu sehen, dass aus der ganzen Welt ein bisschen mehr als 300 Leute kommen. Gut, Europa ist nicht so stark vertreten gewesen. Das sind, ja, würde man sagen, knapp 30 Leute gewesen. Aber Amerika selber und Kanada hat ja so eine Vielfältigkeit. Das habe ich gelernt. Das ist ein Unterschied, ob ein jetzt von New Orleans kommt oder von Seattle. Also das sind andere Leute, ja. Die unterscheiden sich stark. Also die legen auch Wert darauf, dass sie anders sind, ja. Und dann, ja, so eine Kuriermeisterschaft ist ja etwas, wo du eine Tätigkeit zelebrierst, die ja also am Rand stattfindet, keinen so hohen sozialen Stellenwert hat. Gleichwohl ein bisschen Kultum gemacht wird. Es ist eine Modeerscheinung, wo die Fixies, die Velo, oder die Stahllauf-Velo dann kommen. Aber es ist ja eine Tätigkeit, die bringt Material von A nach B, oder? Also ich bin ein Kurier. Das merkst du auch im Alltag. Manche Leute sind sehr höflich, freuen sich, dass du einen Blick von draußen mitbringst, sei es nur über das Wetter zu reden. Und andere Leute regen sich auf, wenn einer da rein zu platzen kommt in ihren konzentrierten Arbeitsalltag. Da gibt es ja alle Paletten. Und somit ist das ja noch besonders, dass so eine Spezie Jahr für Jahr sich trifft und die Weltmeisterschaften abhaltet. Ist Ja. es deine erste gesehen oder hast du schon Ist die einmal zweite gemacht? gesehen. Und zu Basel denn, oder wie? Nein, das letzte war in Warschau. Okay. Ja. Zu Basel hat es die trinationalen Meisterschaften schon gegeben: Frankreich, Deutschland, Schweiz. Und Okay, das ist das. es gibt ja auch so eine Kultur von so ein bisschen Alley Cats, also Rennen, wo öfters zur Nacht stattfinden, wo man sich trifft und man misst sich dann. Und das sind dann 21 Leute. Und ganz unterschiedliche Rennen sind das. Einmal musst du irgendwie immer an den gleichen Ort gehen, musst die Zettel holen, wo du wieder anfährst, musst sie wieder austauschen. Oder wir haben mal eins gemacht, da hast du mir so von der Telefonkabine anrufen, auf der Zentrale, wie es weitergegangen ist. Das Verbindende ist, glaube ich, das Velofahren in diesem Verkehr inne. Und das kann ja schon, das kannst du eigentlich in einer aussteigern. Also das ist schon etwas, wo glaube ich, auch der Grund ist, warum ich das ziemlich, ja, ziemlich intensiv mache. Gut. Rückblende angefangen hat nach Chicken Mexican, bin ich wirklich auch ein bisschen gewesen, also ökonomisch und auch emotional und ausbrennt gewesen. Und da habe ich mich irgendwie wieder eine Position finden und ja, auch Geld braucht. Und dann hat der Kollege gesagt, du gang doch als Velokurier. Ja. Beworben habe ich auch ein bisschen drum herum. Die haben eigentlich nur immer wollen über Film reden, die Leute. Oder? Die haben gesagt, ja, Bieler, wie machen sie das mit diesen Filmen? Die wollen eigentlich arbeiten bei denen. Und dann habe ich gleich mal gemerkt, dass mit diesen Filmen sie weitermachen für irgendeine Art. Dann gehe ich Velokurier fahren. Und dann bin ich recht viel gefahren. Und das merkst du auch, da machst du nichts anderes mehr. Also wenn du jeden Tag auf dieser Piste bist, ist das Hirn, das diffundiert, das löst sich auf. Ist aber ein hartes Brot, muss man auch Hartes sagen, gell? Brot, ja, bei jedem Wetter und so. Aber du kriegst ja so ein Selbstverständnis, oder? Wenn die Leute dann sagen, hey du, jo, regnet. Dann sagst du, es regnet. Ja, ist aber nicht gut. Dann sagst du, was kann das ändern? Ist doch super, oder? Es regnet. Ja, nachher nehme ich die Dusche und gehst wieder, oder? Es hat etwas Cooles, oder? Und in dem Sinn ist das Bewegen im Verkehr, oder? Das ist ja,
Da gibt es ja zwei Meinungen, zwei Grundschulen. Oder? Die eine Schule sagt, das ist ein Tanz. Du bewegst dich in einer Materie, die viel, viel stärker ist als du. Oder? Also die haben mindestens 1200 Kilo. Ja, eine ganz andere Kraftaspekt oder Kraftimpuls. Sie sind langsamer beim Anzug am Anfang. Bist du sicher langsamer? Also sind die sicher langsamer? Du bewegst dich viel schneller und du kannst da drinnen tanzen. Oder? Du und gehst, wenn ich jetzt eine neue Strasse fahre, im Hauptverkehr, gut, das kann enden mit einer Böse. Aber wenn das wirklich läuft, ist das ein wunderschöner Tanz. Oder? Da kannst du auf die Gegenseite, über, rein. Das ist wirklich etwas, da bist du unmittelbar dabei. Also ein hohes Maß an Konzentration. Also das würde ich vergleichen mit einem Leistungssport. Ansatz, oder, wo du dich auf etwas so konzentrierst und so eine Präsenz musst aufbauen auch in dieser, du musst ja die Stärke aufbauen, dass du dort mitfährst, in deiner Tonne dich drinnen bewegst. Oder? Du hast die Gleichgeschwindigkeit, du kannst nicht überholen, oder? Du ziehst führen und das ist etwas, was ich extrem genieße, das finde ich toll. Oder? Das finde ich, das ist ganz schön. Oder? Und das kann ein Rutsch sein, oder? Das kann jetzt gefährlich sein, das ist klar. Oder? Aber das ist etwas, was ich glaube, mit all diesen Velokurieren verbinde, der Tanz. Gibt es die andere Schule, das ist mehr so das Martialische, das ist ein Kampf, oder? Ja, ich muss mir den Raum freiräumen und bin nicht so Anhänger von dem, ich bin eher der Tänzer auf dem Asphalt. Ist es nur ein subjektiver Eindruck von mir, oder ist es tatsächlich so, also man sieht, glaube ich, oder ich meine, mehr Velokurieren zu sehen, wo nicht so der, also ich meine, bei dir sieht man gerade, der atmet den Geist vom Velokuriersee, oder? Mhm. Und sieht man viel mehr, oder sehe ich mehr normalos, in Anführungszeichen, wo sich an Verkehrsregeln halten und weniger vorwegen unterwegs. Ja, es ist eine schwierige Diskussion mit diesen Verkehrsregeln. Ich gehe jetzt nochmal in die USA und auf das Chicago, wo wir gefahren sind. Man kommt dann zusammen und fährt als Bloter durch die Stadt, lernt sie kennen, lernt auch den Verkehr kennen. Ich habe ja mich schon in vielen Städten bewegt mit dem Velo. Und ich habe eigentlich noch nie so eine grosse Menge an Verkehr, sechsspurige Strassen gefahren, die so friedlich sind. Ich meine, ich bin schon im Vollrausch die Champs-Élysées hochgefahren, nach 24 Stunden Velofahren, wo man von Basel auf Champs-Élysées, also vom Barfüsserplatz auf Champs-Élysées gefahren sind, ohne Unterbruch. Und dort musst du wirklich schauen, zack, klopfen, durchstechen, zack. Und in dem Chicago hat viel Velowege, die sind so breit wie bei uns eine Spur. Du kannst überziehen, auf eine Ampel zufahren. Es interessieren sich gar nicht so viele Leute für die Farbe, die die Ampel gerade hat, sondern es ist kommunikativ. Du schaust an und der Schwächere hat dort den Vortritt. Also das ist wirklich extrem interessant. Also der richtige so die Gangsters oder, mit ihrem Jeep, baff, mit dieser Musik drin, oder, schauen die an, machen so, lassen die über. Oder? Also ich habe den Eindruck, also der Verkehr ist dort wirklich viel kommunikativer und nicht so rechthaberisch. Gleichwohl wissen wir ja, die Chance, dass du verschossen wirst, ist jetzt grösser. Aber das war eigentlich eine erstaunliche Erfahrung, dass der Verkehr viel, viel sanfter dahergeht. Und als Velofahrer kannst du dich wirklich gut drin bewegen, schnell drin bewegen, ohne angemacht zu werden. Und das ist anders bei uns. Also, da gibt es schon so das Recht von dem Strassenverkehrsgesetz. Ja? Das will jeder individuell durchsetzen. Oder? Ja. Ich nicht so. Schön. Ja, eben, du bist ja nicht nur gegangen, um den Velokurier-Weltmeister werden, was dir ja nicht gelungen ist. Nein. aber du hast gesagt, du hast auch Inspiration gesammelt für deinen nächsten Film. Ja, es ist ja, ich meine, ich bin jetzt fast 4 Wochen unterwegs gewesen und so eine Reise allein ist etwas, wo du, da setzt dich auch mit dir selber auseinander. Und bin in einem Zustand losgefahren, wo ich eigentlich bei mir die Tür zugemacht habe, dort angekommen. Und dazwischen sind irgendwie 22 Stunden gewesen. Und die habe ich eigentlich hin und wieder im Komaschlaf verbracht. Und dann bin ich dort auf einmal gesehen, zack, bumm, oder? Und habe das Velo zusammengebaut. Ich habe ja dann am Flughafengebiet, es war noch schwierig zum Losfahren, es war Nacht, ich habe den Verkehr noch nicht gekannt. Oder? Ich meine, ich habe sonst nicht so ein Problem, ich schlage mich noch in den Büsch, oder? Also kenne ich nicht. Oder?
Ich war vorsichtig, das Velo ist auch ein bisschen später gekommen, ein Flieger später. Dann ging ich gar nicht so an. Ja. Und dann hat es nur eigentlich das Hilton gegeben. Oder? Also es gibt kein anderes Hotel. Oder? Bin in das Hilton und habe meine Kreditkarte angelegt. 460 Franken ohne zum Morgen nebenbei gesagt. Scheiße. Für alle das Velo im Hilton im 6. Stock zusammengebaut im Zimmer. Das ist ein Kosten rausgeschoben. Die haben einen grossen Lift. Das geht gut. Sagt dann niemand so etwas, ist okay, oder? Also, ja. Und dann bin ich losgefahren und ja, ich wollte eigentlich auch weg wollen, oder? Ich war eigentlich auch so, das war ein bisschen getrieben gewesen von dem, was alle ja haben, wenn sie in die Ferien gehen. Es muss ruhig sein, es muss Erholung sein und man will auch wieder zu sich selber kommen. Das ist ein Wahnsinnsdruck, den man damals auch aufbaut, oder? Also der Anspruch, sich treiben zu lassen, treibt einen eigentlich weg von dem einfach mal sein. Und da ist das Velofahren aber schon gut. Oder? Ich habe dann gemerkt, oder? 100 Meilen, das sind 160 Kilometer, das fahre ich normalerweise wirklich gut. Oder? Dann war es so heiß gewesen, oder? Dann bin ich schon mal bremst worden oder? Durch die Hitze. Oder? Und langsam war das immer ruhiger gewesen. Und dann ist der Lake Michigan ein Riesensee. Also das ist für uns eigentlich ein Ozean. Also ja, kannst nicht rüber schauen. Oder? Das ist wirklich, auch mit dieser Ruhe, oder? Wenn dann wirklich bei dem Norden war irgendwann und dann bin ich einfach wirklich 5-6 Tage am gleichen Ort gewesen. Und dann habe ich aufgeschrieben, dann habe ich angefangen aufzuschreiben, meine Projekte mal einfach sortieren. Und gleichwohl habe ich mal alle meine Ferien, die ich mit Velo gemacht habe, aufgeschrieben, mit welchen Leuten und so. Und dann kommt bei mir immer schon, immer wenn ich mit dem Velo unterwegs bin, kommt der starke Wunsch, das zu schreiben, das habe ich schon, das ist massiv, wie sich das immer wieder führen drückt, ja. Und das hat natürlich einen Kanal jetzt in dem Filmprojekt, wo ich dran arbeite, Ride On, also wo in der Velokurier 10 angesiedelt ist. Und notabene, weil das ja, wie wir vorhin darüber geredet haben, eine recht aktive Sache ist, eigentlich ein Actionfilm auch wird. Mhm. Und, aber von der Auseinandersetzung, einerseits mit dieser Aktion, ein Film ist, wo eine Psychologie hat. Also es hat eine Heldin, das ist Moa, und die Moa, die hat eine grosse, schöne Liebe gehabt und innerhalb von dieser Liebe ist ein Dritter massiv unter das Auto gekommen, also der sitzt im Rollstuhl. Und sie will die Schuld tilgen. Ja. Und dann gibt es natürlich einen Arzt, der das könnte, der will 1 Million $, und dann muss ich Kohle nehmen, oder? Muss ich Kohle. Und dann geht es natürlich ab, oder? Und bevor ich jetzt in Amerika war oder in den USA war, war das eigentlich ein Überfall gewesen, ganz klein und so. Und ja, jetzt habe ich gerade das Treatment geschrieben, das muss auch Ende Woche zum Bundesamt für Kultur. Und jetzt sind das eigentlich 5 Überfälle. Ja, das fängt an, Basisschmuggel und Uhrmess, das geht in Chicago, dann gehen wir hinten rum auf Tokio, von Tokio auf Helsinki. Übrigens, in Helsinki kriegen sie noch Klunko, also das läuft nicht gut, aber dann müssen wir noch nach Antwerpen. Und Antwerpen ist ja so wirklich das Zentrum vom Diamantenhandel, Entreißdiebstahl, und dann kommen sie wieder zurück und haben den Kohle. Allerdings schlägt die Operation ja, das klappt nicht. Oder? Und dann ist natürlich die Schuld noch grösser, wo die Moa drin steckt. Dann schauen wir, wie es weitergeht. Mhm. Also das hat mich schon nach dem Abendtauchen, oder? Und dann wirklich ein bisschen auch unten sein, irgendwie den Körper gespürt und irgendwie ja, das habe ich immer gut, oder? Ich selber gekocht und so. Und auch mit diesen Leuten geredet. Du musst ja, wenn du zum Beispiel auf einen Campingplatz kommst, da musst du gerade Fragen beantworten. Wie viele Meilen am Tag, oder? Woher kommst du? Wie heisst du? Und all diese Fragen, oder? Das war mir manchmal fast zu viel gewesen. Aber wunderbar, also ich habe es auch genossen, oder? Aus deinem Text ein bisschen erfahren, oder? Also die Begegnungen mit den Leuten. Ja, sicher. Und, die sind überraschend gewesen für dich, oder? Ich habe nie einen Ort getroffen, wo die Leute so auf einen zugehen. Das habe ich wirklich noch nie gesehen, also wirklich. Ich bin schon viel Velo gefahren, oder? Das ist Balkan kenne ich relativ gut, von skandinavischen Ländern, Frankreich. Gut, Frankreich klatschen sie. Gut, das war immer das Zweite gewesen, wenn du irgendwie den Pass rauffährst. Da ist mehr das Velofahren als sportliches Event drin. Aber dort, und ich bin wirklich, sagen wir, auf dem Land gewesen, in dem Michigan, wirklich Farmerland, oder? Und wie die Leute sich das für das unterwegs sind, interessieren und teilweise entschuldigen. Ich reise nicht so viel, ja? Also das habe ich schon recht massiv gefunden. Und das ist mal, das, das,
das wirklich so zelebriert worden ist, das an einem Ort, das hat Bikers Week geheißen. Dort sind, ich habe noch nie so viele Harley Davidson in allen Formen gesehen wie dort, oder? Und das ist wirklich so der Esprit von dem Easy Rider ist dort so, ja, auch ein bisschen kommerzialisiert gewesen, aber das war da, also ich habe da ein Foto gemacht und dann sagt der Familienvater, das ist mein Sohn, der fährt das dürfen, das ist meine Tochter, die fährt das, die Frau, haben wir das gekauft und ich fahre selber das. Und dann sind die angestanden von ihren Harley Davidson. Und dann bin ich so als Fischschwarm unterwegs. Und jedes Mal, wenn ich mit dem Velo gekommen bin und dem Gepäck, haben so dicke Biker irgendwie so, fing mal, yo, yo, man. Also, grüßt. Das ist wirklich schon, das hat mich schon, das on the way sein, oder? Das on the way sein und das Erzählen von diesen Geschichten. Und dann ist mir das ein bisschen aufgegangen. Wir haben, bevor wir los sind, haben wir nochmal Easy Ride geschaut. Am Rio unten, schön. Und ja, das war wunderschön. Es war wunderschön oben. Gewesen. Also wirklich so, Go West, das zelebriert nach Amerika. Kleine Armin geht auf Amerika. Dann fahre ich noch umarmen und dann geht es los. Oder? Und das ist ja auch ein Film, der eigentlich funktioniert, weil die zwei gehen von einem Ort zum anderen. Und am Schluss wird es gebrochen, oder? Er hat ja noch die Amerika-Fahnen auf seinem Lederjäckchen und am Schluss legt er es an, wo der Kollege verschossen wird und er wird dann auch verschossen. Und dort hat die Idee von unterwegs in Freiheit eigentlich ein Spiesser End gefunden, oder? Also die Spiesser haben verschossen, oder? Die haben die Freiheit nicht wollen, oder? Aber das ist virulent, das gibt es noch, oder? Und ich meine, um den grossen Sprung zu machen, oder? Ich bin am letzten Sonntag mit meiner Tochter noch im Open Air Kino gesehen und das ist On the Road als Vorpremiere gelaufen. Verfilmung von einem Buch von Kerouac. Und das ist auch genau das Gleiche, oder? Ein Schriftsteller, ein werdender Schriftsteller ist unterwegs, schreibt das auf und probiert das festzuhalten in diesen Reisen durch das Riesenland. Ja? Und mit dieser ganzen Schwierigkeit, das auch zu schreiben. Ich meine, ich habe auch Schwierigkeiten, das irgendwie einzuordnen. Oder? Das fließt in das Ride-On ein, klar. Das ist ja sinnvoll. Oder? Also, ich habe ja die Reise auch gemacht mit Geld, wo mir zugesprochen worden ist als Recherchegeld. Also, da habe ich auch eine Aufgabe. Oder? Also, ich muss ja, ja, ich arbeite, ich muss etwas wie alle anderen, ich muss etwas liefern. Oder? Deliver or die. Und du bist aber auch ohne Schwierigkeiten. Also das hast du ja auch noch gesagt, am Anfang, oder? Einwanderer zu werden, Schwierigkeiten. Ja, da haben alle gesagt, du kommst da nicht rein. Oder? Ja, meine, ich habe eine politische Vergangenheit, wo klar ein Anti-Amerika-Reflex-Ding war. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir gesagt haben, die USA ist als imperialistische Speerspitze zu begreifen, wegen dem als ganzes Land zu verurteilen. Unser Ansatz war ein anderer gewesen, oder? Wir haben sicher die amerikanische Politik oder die US-amerikanische Politik kritisiert und wir haben gleich mal gemerkt, es hat eine Arbeiterbewegung in den USA, die eine große Kraft hatte. Ich habe Chicago selber von Martin Sinclair «The Jungle» gelesen. Also die Begebenheit in diesen vorletzte Jahrhundertwende in diesen riesigen Yards, in diesen Schlachthöfen, wo ja auch vom Brechten im Dichtung der Städte herausgekommen ist. Also, und da gibt's einen Klassenkampf. Also, das ist wirklich eine Geschichte auch, oder? Als ich angekommen bin, habe ich mein Material angelegt in der Zentrale von denen, die die Weltmeisterschaft organisiert haben. Da sind ein Zettel gelegen, Veterans Against War. Also, das ist etwas, was man von außen gar nicht so sieht, oder? Wo man gar nicht so achtet, oder? Dass es das auch gibt, dass das auch Amerika ist. Und der Höhepunkt in Chicago, fahre ich an einem College vorbei, Malcolm X College, oder? Hängt da auch in meinem Atelier, oder? Also, das finde ich schon verrückt, oder? Das war ein bewaffneter Kampf gegen das weiße Establishment und heute ist da, gibt es ein College, oder? Finde ich super. Ja, also ich bin gut reingekommen, die Frau hat mich gefragt, what are you doing da? Ja, dann habe ich gesagt, ja, bin da, ja, kann man schauen wegen dem Film, oder? Hat schon gewusst, dass man das ein bisschen muss Research sagen und angelehnt an der Uni, das habe ich dann gefragt. What's about? Und dann habe ich gesagt, ja, Mann und Frau, oder? Und dann hat sie schon gelacht. Also, ja, da haben wir uns doch jetzt unterhalten, dann bin ich nicht rein, oder? Und was mir auch aufgefallen ist, oder? Ich meine, ich bin umgeben von Schwarzen, also das ist alles sicher Afroamerikaner, die Einreise hier organisiert haben, oder? Und dann steht einfach einer zu ihnen und redet laut in die Menschenmenge, oder? Da wird schon umgefuckt, oder? Und das ist mir immer wieder aufgefallen. Die stehen einfach an und
Ladies and Gentlemen, und dann musst du etwas machen. Ne? Also so, und die Schweiz sind ein aus der Kolonne, Franzose oder so. Auf Französisch, total mi flugi und geht schon mal ferme, Monsieur, ich habe Probleme, oder? Und da habe ich so, ja. Und dann habe ich das übersetzt und dann hat er gesagt, ja, sieg nicht Fluggesellschaft, oder? Und dann hat sie gesagt, ja, einfach das ist schon da. Die bewegen gerne Menschenmengen. Und da gibt es so wunderschöne Szenen in Gangs of New York, wo die Einwanderer kommen aus Irland. Runtergehen, kriegen sie Stempel, you're American, dann gehen sie wieder rauf in den Sezessionskrieg. Also, ja, das ist mir dort wirklich eingefallen. Ja, und die Schwierigkeit, was ich schon noch finde, ist so das Abbrechen von diesen Erfahrungen. Oder? Also das ist schon, ich habe das auch gemerkt, als ich den Artikel geschrieben habe, das haben wir aus dem Kopf geschlagen. Das ist noch schwierig, finde ich. Gleichwohl bin ich der Meinung, es ist gut, dass man das macht, oder? Weil es setzt sich ja alles gut, das kommt auch wieder führen. Aber ich finde jetzt schon, ja, das könnte eine Form können geben. Und wie, durch das ich eine Form gegeben habe, ist das auch ein bisschen abgelegt. Oder? Mhm. Das, ja, das habe ich auch noch toll gefunden. Ja, also ich meine, da wird es einen Film draus geben. Da freuen wir uns natürlich drauf. Und was gibt es denn sonst noch von Armin Bieler zu erwarten in der nächsten Zeit? Ja, das ist immer so eine Frage, das weisst du selber auch nicht, oder? Klar, wir haben gesagt, man muss arbeiten, ich bin Filmmacher, ich arbeite. Das ist aber auch oft so, dass das eine Projekt nicht standkommt, das andere überholt. Aber ich kann ja mal erzählen, an was ich arbeite, oder? Und das ist ein anderes Spielfilmprojekt, das heisst jetzt mal im Arbeitstitel Sadi Schäuber. Das ist auch auf Drehbuchebene gefördert worden vom Bundesamt für Kultur und ist jetzt positioniert bei einem Zürcher Produzenten, Hesse Geudert, mit dem wir ganz gern und toll zusammenarbeiten. Ich so ein bisschen, wir bringen die Idee und der Zürcher führt es ein bisschen so. Ja, schon, wenn die ein Budget schreiben, ist das einfach anders, als wenn ich etwas anbrösle, oder? Ja, und das ist eine Geschichte, die in der Innerschweiz auf einer wahren Geschichte beruht. Auch dort gibt es einen Weggehen. Es ist nämlich so, dass der Sadi Schäuber als Figur 1899 am 14. Oktober zwei Wildtiere verschossen hat. Dann war er einen Tag verhaftet und 55 Jahre später ist er in Afrika wieder auftaucht. Wieder gesehen worden. Und das ist für mich sehr. Also warum haltet mich die Geschichte? Weil sie einerseits ja, der Wunsch nach dem. Ja, nach dieser Freiheit, nach dem Machen, was er will, in dem Sinn, dass er ohne Patent jagt. Gleichwohl ist er getrieben worden in dem Mord, weil er der Held, zum Held erklärt worden ist und hat sich eigentlich gar nicht mehr können wehren gegen das, dass er die Wildtiere irgendwann einmal umbringt. Also er ist eigentlich getrieben worden von seiner Umgebung dazu. Und dann hat er sich versteckt in diesen Bergen einen Winter lang. Und das finde ich schon ziemlich toll, was passiert mit einem Menschen, der so eine Schuld auf sich ladet. Und dann allein ist in dieser Kette, oder? Und wie überlebt er? Und was passiert mit ihm? Also wie geht er mit dieser Schuld um? Wie ändert sich seine Identität? Das ist eigentlich eine sehr entscheidende Frage. Und klammert ist das mit einer wunderschönen Liebesgeschichte, wo wirklich auch in der Realität, glaube ich, das war, was ihn am Leben gehalten hat. Allerdings die Frau in den Tod getrieben hat, weil die ist daheim geblieben und eigentlich völlig überwacht worden. Und die ist eigentlich ein Jahr später, wo er in Abwesenheit zum Tod verurteilt worden ist, im Engelbergertal hat das gespielt, ist die dann eingegangen am Gram. Ja. Und dann haben wir unter der Matratze Briefe gefunden von ihm. Also das ist schon ziemlich ergreifend. Ergreifende Geschichte hat der Hintergrund, dass ich finde, die Bergwelt hat etwas Brutales. Es war eine brutale Zeit, die hatten keine Kolle, die waren arm. Viele sind ausgewandert, eben auch auf Amerika. Da kann ich auch noch eine Klammer aufmachen. Ich bin dort irgendwie in dem Michigan, in der Pampa, Walkersville, will etwas zu essen kaufen. Ja, das ist kein Laden, der verkauft irgendwie Pumpen für die Bauern. Die Frau nimmt mich gerade mit ins Haus. Da sitzt dann wirklich eine alte Frau. Aber mit einer sehr schönen Präsenz. Die sind 92, dann redet die Frau und sagt, ja, sie wollte sich ja entschuldigen, dass sie kein Schweizerdeutsch redet. Ja, auf Englisch sagt sie das zu mir. Weil ihre Mutter hat nie mit ihrer Schweizerdeutsch geredet. Dann zeigt sie mir ein Foto von
von Elm, oder? Wo ihre Mutter hergekommen ist. Und eine Stickerei, die ihre Mutter hat müssen machen, um in der Fabrik, wo sie Stickereien gemacht haben, zeigen, dass sie das kann. Mhm. Und das ist ja verrückt, das ist genau die Generation, die mein Sati Scheubo dargestellt hat, wo ausgewandert ist. Also das ist, zeigt doch, dass dort ist überhaupt nicht so der rechtsideologische Vergötterungsaspekt von diesem Bauerntum, von diesen niedelvollgefressenen Menschen, oder? Wo ja in der geistigen Landesverteidigung in diesen 30 Jahren zelebriert worden ist, aber null Hintergrund hat, null, oder? Und das interessiert mich in so einer bürgerlichen Umgebung oder in so einer Bergler Umgebung meine Geschichte anzusetzen, um Schuld und Sühne. Das interessiert mich ziemlich. Ja, hoffen wir, dass wir da jetzt noch anderthalb Jahre vielleicht noch und dann drehen wir das Ding, oder? Der Sati. Der Sati, ja. Und right on. Was ist mit dem? Ja, das geht jetzt Ende Woche in Anfrage beim Bundesamt für die Einbruchentwicklung. Das kann schneller gehen. Der kann vielleicht überholen. Das ist ein schneller Film, oder? Der wird überholen. Und das ist auch einer, den ich dann eigentlich aus der Velokurier-Szene, wo die Internationalität, die ich erlebt habe, auch eine Rolle spielt. Und es gibt in New York zum Beispiel einen Kameramann, der ist super, oder? Der macht Aufnahmen, wo du denkst, der, der vorne ja gefilmt ist, oh, das hat aber gerade noch gelangt. Aber es ist ja noch ein Kameramann hinten dran. Und der macht sich niemand Sorgen. Aber normalerweise, wie es da, wenn du das Bild siehst, wie es da zerfetzt sein. Und ich glaube, dort muss man andocken. Die Kräfte, die Energie muss man binden. Und das in dieser Geschichte um die Moa, ich glaube, das kommt gut, oder? Also hat dort schon ein Ziel, schneller zu sein. Also dort würde ich schon ein bisschen Schwung reingeben. Vielleicht noch ein Wort zu den Fotos. Du hast die analog gemacht mit einem Fotoapparat. Für die jüngeren Zuhörer. Ja. Das ist vor. Früher noch hat man noch Filme eingelegt, ja. Und ja. Du, ich fotografiere meinen Alltag nur mit dem Handy. Super finde ich das, oder? Und das habe ich eben gerade nicht wollen, oder? Ich habe zwei sehr schöne Reisen gemacht, letztes Jahr nach Finnland, auf Lappland. Da habe ich die erste habe ich auch mit dem Handy fotografiert, habe ich auch witzig gefunden. Und die zweite war mit einer Kollegin, die dann ein Kunstprojekt dort realisiert hat. Und die hat mit einer Sina, mit einem noch grösseren Fotoapparat, da musst du aufbauen, oder? 4-5 Inch. Oder? Und das ist absurd, in so einer Kälte so eine Maschine anzustellen. Oder? Und das hat mich eigentlich aus dem heraus inspiriert, dass ich gefunden habe, ich nehme 5 Schwarz-Weiß-Filme mit und möchte eigentlich nicht mehr fotografieren als das. Und habe also gemerkt, was es dann durchgeht, Porträts habe ich eigentlich ganz gerne gemacht. Immer die Leute auch gefragt, hey, darf ich die fotografieren? Und dann immer Weitwinkel, also dass noch viel Umgebung drumherum ist. Nicht so, dass ich bin mit drin und hoch, sondern wirklich in dieser Distanz. Und gleichwohl auch mit dem Schwarz-Weiß, der ja eine gewisse Distanziertheit hat. Und trotzdem so eine Allgemeingültigkeit bekommt. Das ist ja interessant an dem Schwarz-Weiß, dass das nicht dass das so eine Distanz auch macht. Und die habe ich recht gesucht. Und dann habe ich gemerkt, ich habe eine Landschaft fotografiert. Das habe ich auch noch verrückt gefunden, dass ich das auf einmal anfange. Ja. Und ja, ich hoffe, das eine oder andere Bild gefällt. Und es war eigentlich ein gutes Experiment mit dem. Hast du noch gelernt? Also hast du früher noch schon fotografiert? Ja, ich habe immer gerne fotografiert. Okay. Also ich habe zur Konfirmation ein Fotoapparat, ein Fotolabor bekommen. Oder? Und dann ich habe immer fotografiert. Okay. Also die exzessiven Handybilder, die probiere ich irgendwie noch zu sammeln und so. Und ich habe noch aus der Zeit, als ich im besetzten Häuser gewohnt habe, habe ich schwarz-weiß Fotos, das weiß ich. Und echt ein Wohlstand Bilder. Oder? Du bist schon so. Mich interessieren Art, Bilder und aus dem heraus entwickeln sich bei mir eigentlich Geschichten. Das ist schon vielleicht anders als bei anderen Leuten, die so das Innere vom Menschen kennen. Ich komme eigentlich mehr von außen und lerne jetzt auch immer mehr in so eine psychische Komponente zu kommen, oder? Wo ich mich auch selber ja mehr kennenlerne. Oder? Ich bin echt in einem
in einem Prozess sind, wo ich, von ich echt mich kennenlerne. Echt, das ist noch verrückt, oder? Das ist noch, das ist einfach neu, oder? Früher habe ich immer gemacht, oder? Und jetzt sind so viele Momente, wo ich denke, hey, was bist du, Bieler? Was hast du für Wirkung, oder? Was, und stelle auch so Fragen an mich selber. Und das finde ich recht spannend, oder? Und da habe ich recht einen Boden eigentlich, um dann aus dem heraus zu schöpfen und diese Figuren zu entwickeln. Das ist ja die Moa von diesem Ride On, die musst du richtig mögen. Also ich gehe da eigentlich, ja, das gibt es ein bisschen auch im Fassbind, oder? Das tue ich jetzt einführen, weil ich habe da ja Filmwissenschaft studiert und über den Fassbinder habe ich wirklich, da habe ich also exzessiv behandelt. Und der hat gefunden, der muss seine Figuren lieben und das geht mir eigentlich ähnlich, oder? Also Liebe heisst ja in dem Moment auch, dass die Abstoß ist, oder was soll denn das? Und so, oder? Also es ist ein Ringen, oder? Aber es ist eine zutiefst die emotionale Zuneigung zu diesen Figuren. Es gibt andere Schulen, wo die Figuren abstoßen oder die Stand halten, oder? Nein, ich muss mit denen ringen, ich muss wissen, wo die hingehen. Das ist der Sati, eben der Doppelmörder, oder? Was ist das für ein? Ist es das ein Macker, der einfach gerade ausgeht, oder hat er viel mehr das Zerbrechliche? Und ich merke, er hat das Zerbrechliche, oder? Und bei dieser Moa in einem Ride On, in einer Männerwelt, die Frau, ja, was ist denn die? Warum strampelt sich die da ab, oder? Wieso legt die keine Stöckelschuhe an und macht den Augenaufschlag, oder? Also, ja, und das ist jetzt die Frau, oder? Und das muss ich alles erfahren. Das ist spannend, ja. Das ist schon ein schönes Leben, hey, super, oder? Ja. Hey, wir freuen uns ganz stark auf beides und hoffen, dass es gut klingt, gell? Wir bedanken uns für das Gespräch und ich glaube jetzt... Jo. Ja, merci ab. Ja. Das letzte Bild und fertig. Dankeschön.